Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Belmont Gabriel. Und zwar wieder mit ein paar Matches. Ich habe schon nach einem Battle gesucht. Und habe schon einen gefunden. Leider ist mir die Aufnahme abgeschmiert vorhin. Gott sei Dank haben wir noch nicht angefangen. Es sieht nach einem recht spannenden Team aus. Lopunny, mega wahrscheinlich. Wieder ein erhöhter Threat. Aber was machen wir dagegen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, Mega Metagross ist hier unser bestes Bet. Einfach weil wir frei Mega entwickeln können. Und ich glaube, ich gehe einfach sofort für den Zen Headbutt. Unser Team ist sehr, sehr schwach gegen Mega Lopunny, fällt mir gerade auf. Er geht für Fake Out, das ist in Ordnung. Unser bester Zug ist hingegen für Zen Headbutt zu gehen, weil wir eben einen neutralen Hit gegen Lando kriegen. Gegen Scissor müssen wir sowieso auswechseln danach, da können wir nicht viel machen. Gegen Rotom Wash auch und gegen sein Heatran platzen wir einen potenziellen Ballon und können dann mit Earthquake zurückkillen. So, was wird er wechseln? Er geht in seine Lando-T. Wird wahrscheinlich mit keinem U-Turn folgen. Ein Ice Punch. Okay, da muss ich ganz kurz kalken. Und bin gleich wieder da. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, die Aufnahme weiter zu drücken. Ich habe gekalkt, wie viel ein Ice Punch gegen sein Landorus Therion macht. Es war mehr als ernüchternd, der Schaden. Und ich glaube, auch gegen sein Landorus werden wir jetzt einfach für Ice Punch gehen. Einfach weil ich dachte, er wird wahrscheinlich für seine Tarnsteine gehen. Wir werden jetzt einfach weiter für einen Ice Punch gehen, einfach weil er zu 100% akkurat ist. Hier oben wollte ich ihn einfach mit Zen Headbutt seinen Rotom schwächen, weil ich eben den Voltwechsel predicted hatte. Wie gesagt, wir haben einen richtig, richtig großen Threat und das ist ein Lopunny Mega. Der ist riesig, der Gegner. Also dieser Threat, den dieses kleine Häschen hier ausstrahlt, der ist echt riesig. Weil wir einfach zu viele Pokémon haben, die einen Schlag nicht aushalten können. Manaphy hält auch keinen Schlag aus, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe dafür, dass wir sweepen können, ist auf jeden Fall unser Giratina in gutem Gesundheitszustand zu behalten. Irgendwie die Tarnsteine wegzukriegen, die er jetzt aufgesetzt hat. Und ja, okay, wahrscheinlich würde er jetzt für U-Turn gehen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er für U-Turn gehen wird. Und jetzt wäre doch BP wäre wieder was, ne? Ich gehe mal für Meteor Mash, einfach für den potenziellen Attack Race wieder. Wir machen ein bisschen Schaden, das wird wahrscheinlich Choice Bandit sein. Ja, tötet uns. Jetzt wird er wahrscheinlich in seinen Lopunny gehen. Jupp. Und jetzt ist die Frage, wir können, beziehungsweise müssen in unser Tyranitar wechseln. Wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Und jetzt, was wir machen müssen, ist etwas zu opfern. Wir müssen etwas opfern. Das ist ganz klar. Unser Tyranitar wird nämlich keinen High Jump Kick überleben. Drain Punch? Er hat Drain Punch auf einem Lopunny. Damit ist es ja einfacher als gedacht. So, wir wechseln nämlich in unser Giratina Origin und gehen für einen Defog, weil wir eben glauben, dass er nicht drin bleiben wird. So, und jetzt haben wir ihn, meiner Meinung nach. Ich wechsle jetzt nämlich in mein Manaphy. Unser Giratina ist bei einem Amount von HP, wo man akzeptieren kann, er geht für Toxic. Nein, das ist madig. Ich gehe nämlich jetzt für eine Sub. Während er für eine Lavaplume geht, das ist in Ordnung. Er kriegt einen Crit, allerdings halten wir es trotzdem aus. Und ich gehe für einen Tailglow. Noch. So, jetzt hoffen wir einfach mal auf das Beste. Das Problem ist, wenn er für Lavaplume geht, ich glaube, unser bestes Play ist immer noch für noch eine Sub zu gehen. Weil sonst wird er in seinen Lopunny wechseln und dann ist alles wieder für die Katz. So sterben wir sogar ein Double Down gegen sein Heatran. Ah, das ist blöd. Wenn er jetzt Protect hat, dann hat er uns richtig gut erwischt. Er hat Protect. Ich glaube, das Spiel habe ich verspielt sogar. Ja, das habe ich gerade weggechoked.
Ja, habe ich weggechoked. Nice! Nice, wir können aufgeben. Oh Gott. Ja, dass wir das Spiel gerade verloren haben, war meine Schuld. Das hätten wir gewinnen müssen. Unser Giratina war optimal. Ich wollte bloß nicht einsehen, dass wir unser Manaphy sterben lassen müssen. Und der Wechsel von unserem Giratina in unser Manaphy war auch nicht gerade der beste. Ich hätte einen safen Switch gebraucht. Dass ich einen da, war ich jetzt komplett schuld. Aber was machen wir jetzt? Er hat ein Sandteam, das ist jedenfalls schon mal gut. Wir haben hier unser Giratina O, was ihn wollen kann, was dieses Exka wollen kann. Und verbrennen eben. Dann, er hat selbst ein Giratina O. Ich glaube, unser bestes Lied ist gerade im Moment unser Gengar. Oder unser Magneson. Oder unser Metagross. Ne, unser Magneson ist unser bester Wechsel. Satan, er fängt mit Satan an. Ich werde für Voltwechsel gehen. Ah, mich reut's gerade, dass ich das erste Match verspielt habe. Und zwar so richtig schlecht einfach. So richtig schlecht verspielt. Okay, er hat uns verbrannt. Das ist in Ordnung. Wir haben allerdings jetzt hier unser Gengar. Und mit einem Spukball werden wir ihn ausnocken können. Er hat keinen Wechsel. Okay, er hat ein Tita als Wechsel in Anführungszeichen. Allerdings ist es kein Scarf-Tar. Und wir werden ihn mit einem Fokusstoß ausnocken können. Ja, hier haben wir es. Und jetzt wird er wahrscheinlich in sein Exka wechseln. Wahrscheinlich. Es wäre jedenfalls sein bester Zug. Und er hat jetzt allerdings keinen Switch mehr für unseren Spukball. Das ist sehr, sehr gut. Ja, er wird nicht, er wird wahrscheinlich für Iron Head gehen. Deswegen wechsle ich mal in unser Manaphy. Ja, das macht aber trotzdem zu viel Schaden. Weitaus zu viel Schaden. Ich werde mal so frei sein und für einen Surfer gehen. Weil Erdbeben uns nicht ausnocken sollte. Es sollte um die 60-70% machen. Jedenfalls sollte es uns aber nicht ausnocken. Er geht nochmal für Iron Head. Um den Flinch zu kriegen. Kriegt er ihn? Nein, kriegt er nicht. Und sein Excadrill ist gone. Okay. Gut. Wir haben zwei Threads schon mal gone. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen mehr drüber machen. Wie wir ihn jetzt wegbekommen. Allerdings will ich unser Manaphy für sein Giratina O behalten. Will ich mein Giratina für irgendwas behalten? Unser Magneson müssen wir auf jeden Fall für sein Manaphy in guter Health lassen. Unser Metagross, wird unser Metagross irgendwas machen? Ich glaube nicht. Metagross ist so ziemlich das Pokémon, das am entbehrlichsten ist von uns. Gerade im Moment. Deswegen werde ich da reinwechseln in unser Metagross. Er wird wahrscheinlich Hurricane, ja. Er confused uns, was ein bisschen... Ja, es ist nicht unbedingt schlecht. So, was ist besser? Ice Punch. Ice Punch ist ein bisschen stärker. Ganz, ganz wenig, aber es ist stärker. Jetzt hoffen wir einfach mal. Hidden Power Fire. Okay, du weißt, dass du Hitzewelle kriegst, oder? Ich hoffe mal, er weiß es. Aber okay. Hier sind wir ein Teilnehmer bei Findet Nemo. Okay, ist in Ordnung. Zen Headbutt ist unser bestes Play. Wir erwischen ihn, 51%. Scald knockt uns natürlich aus. Wir werden jetzt allerdings in unser Magnesone wechseln. Und einfach für den Voltwechsel gehen. Wir knocken ihn sicher aus und kriegen das Momentum auf unserer Seite. Deswegen, auch wenn er in sein Pharaoh geht, ist das kein Problem. Wir haben nämlich... brauchen wir unser Giratina O noch? Eigentlich nicht, ne? Gengar brauchen wir noch potenziell für sein Giratina O. Deswegen werde ich einfach mal in unser Tita wechseln. Und für einen Feuersturm gehen. Mal schauen, ob er wechselt oder nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Eigentlich schreit mein Tita jetzt gerade förmlich nach. Ich habe eine Feuerattacke, ja. Wie wir sehen, hat das auch predicted. Jedenfalls... Was können wir jetzt machen?
Ich will auf jeden Fall nicht in unser Magnezone wechseln. In unser Manaphy will ich... Naja, es ist besser als Gengar, muss ich zugeben. Ich glaube, ich wechsle in unser Giratina O. Ne, ich gehe für Tarnsteine. Weil ich bin speziell defensiv, das macht nichts. Er verbrennt uns zwar, ja, das schon. Allerdings sind wir eh speziell mit dem, was wir gegen sein Tentunnel machen können. Von dem her ist das jetzt nicht allzu schlecht. Ich wechsle mal in unser Giratina. Er geht für ein weiteres Siederwasser, kriegt den, ja, kriegt nochmal den Burn. Das interessiert uns allerdings ebenfalls nicht, weil wir jetzt einfach für einen Draco-Meteor gehen können. Er kann in sein Pharaoh gehen, das ist kein Problem. Er ist übrigens auch speziell defensiv, sieht man an dem Damage-Output, den wir hier liefern. Und wir werden in unser Magnezone wechseln. Auf jeden Fall. Er wechselt in sein Giratina O. Okay. Er will wahrscheinlich, er versucht gerade noch ein bisschen was zu reißen. So, in was wechseln wir jetzt? Wir werden sehen jetzt dann, ob er eine Attacke hat oder nicht. Ich gehe in unser Tita, einfach um noch ein bisschen Zusatzdamage zu kriegen bei seinem Giratina O. Okay. Wir verbrennen halb. Das ist aber in Ordnung. Wahrscheinlich hat er keinen Schattenstoß. Jedenfalls werde ich einfach mal für Pursuit gehen. Wahrscheinlich wird er mich jetzt eh ausnocken. Ja. Allerdings haben wir hier ein kleines Manaphy, das auch nur so nach Ice Beam schreit. Ich glaube, ich werde für Tailglow gehen. Er hat Erdbeben, das heißt, unser Magnezone ist dezent geliefert. Wenn wir rein wechseln. Wir gehen einfach mal für Tailglow. Er wechselt in sein eigenes Tentunnel. Okay, mal schauen, wie dieses Tentunnel den Ice Beam aushält oder verkraften kann. Naja, es geht. Und er geht für Donnerwelle. Bin ich noch schneller als sein Tentunnel? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht mehr. Jedenfalls kann er mir nicht wirklich was anhaben, was schon mal gut ist. Jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an, ob er Schattenstoß hat auf seinem Giratina oder nicht. Wir sind immer noch schneller. Und wir kriegen langsam unsere HP zurück. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß sogar nicht. Also unser Manaphy werden wir auf jeden Fall behalten. Obwohl... Naja, eigentlich ist es dumm, wenn wir unser Manaphy behalten würden. Deswegen gehe ich einfach mal für Surfer. Und knocken ihn aus. Unser Despotar wäre jetzt natürlich nett. Durchaus. Er schreibt GG. Ob er es jetzt für ihn meint oder für mich, weiß ich nicht. Wenn er Schattenstoß hat, wie gesagt, ist unser Gengar tot. Ich glaube, ich werde jetzt in unser Giratina wechseln und selbst für unser Irrlicht gehen. Wenn er jetzt Shadow Force rausholt, Draco Meteor, okay. Bitte hab keinen Schattenstoß. Wenn er Schattenstoß hat, dann haben wir verloren. Er hat keinen Schattenstoß. Und wir haben gewonnen. Zum Glück. Jetzt schreibe ich Good Game. Und wir haben das zweite Match gewonnen. Perfekt. Jetzt kommt gleich das dritte hinterher gegen Noise 3. Er hat hier einen Defogger und einen potenziellen Rapid Spinner. Unser Metagross wird leider nicht allzu viel machen. Unser Magnezone hat was zum Trappen. Okay. Mit was werden wir denn anfangen? Unser Manaphy kann auf jeden Fall gegen sein Altaria was ausrichten. Und auch gegen sein Skarm, gegen seinen Panzeraeron. Und gegen natürlich sein Giratina, das ist selbstverständlich. So, mit was fangen wir denn an? Also Rotom könnte eigentlich der Switch sein sowieso, in das er wechselt. Allerdings will ich irgendwie, aus irgendeinem Grund will ich mit unserem Gengar anfangen. Ich weiß nicht warum. Ich gehe mal für eine... Nein, nicht für Sludge Wave. Bin ich denn verrückt? Ich will für Spukball gehen. Zum Glück hat es das genommen. Er geht für Tarnsteine. Das ist in Ordnung. Ja, er hat keine Resistenz gegen Spukball. Daher ist das eigentlich sehr, sehr gut. Ein Skarmory ist schon mal weg. Er geht in Excar. In sein Excar. Ich habe keine Ahnung. Es schreit eigentlich, dass es Scarf ist.
Ich werde sofort in unser Giratina wechseln. Mal schauen, wie viel ein Erdbeben macht. Naja, es geht. Es geht. Jedenfalls wissen wir, dass das Scarf ist. Das ist schon mal gut. Ich werde für ein Will-O-Wisp gehen. Er geht in sein Altaria. Bitte, bitte, brennt. Ja, es ist verbrannt. Es ist verbrannt. Von dem Bild von seinem Team glaube ich allerdings, dass das ein spezielles Altaria ist. Und auch mit Max Speed, auch Max Speed haben wird. Einfach, ich glaube nämlich, dass das unser Will-O-Wisp predicted hat und deswegen in sein Altaria gewechselt ist. Nennt mich verrückt, jedenfalls ist das mein Glaube gerade im Moment. Deswegen werde ich mal in unser Despotar wechseln. Er hat das, glaube ich, auch wieder predicted. Sehr, sehr nett. Und wechselt in sein Garchomp. Wir sind sehr, sehr schwach gegen solche Art von Pokémon. Deswegen... gegen Boden-Pokémon sind wir allgemein etwas schwach auf der Brust. Deswegen, ich glaube, wir werden einfach mal für Tarnsteine gehen. Ja, können wir sogar. Wir haben hier immer noch einen Destiny-Bond Gengar in der Hinterhand. Deswegen habe ich auch keine Angst, dass uns was passiert. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe einfach für ein Pursuit. Ich hätte auch in Gengar wechseln können. Ich wechsle mal einfach in Gengar. Er wird es eh wahrscheinlich nicht predikten und uns mit Drachenklaue ausnocken. Deswegen, ja, so haben wir sein Garchomp mal gestoppt. Und sein nächstes Pokémon wird wahrscheinlich sein Excar sein. Deswegen gehe ich mal in mein Manaphy. Giratina O. Okay. Ich werde mal in unser eigenes Giratina O wechseln. So, wenn er dann fertig ist, werde ich auf jeden Fall in unser Mega Metagross wechseln und dann für einen Ice Punch gehen. Jo. Wir brauchen nämlich bei unserem Manaphy mit gutem Leben, um eben sein Excadrill annehmen zu können. Es ist speziell, das ist übrigens auch sehr interessant. Ich werde jetzt jedoch für einen Meteor Mash gehen. Auch wenn er potenziell schneller ist. Er verfehlt. Er verfehlt. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt für sein Headbutt einfach, falls er... Okay, er kriegt eine Crit. Einfach als Wiedergutmachung. Das kann ich nachvollziehen. Kann ich auch akzeptieren. Ja, er ist jetzt in seinem Excar. Jedoch glaube ich, dass unser Magnezone ein bisschen besser aufgehoben ist, deswegen werde ich selbst für Erdbeben gehen. Er wird uns wahrscheinlich outspeeden und dann mit Erdbeben töten. Ja. Richtig geraten. Wir werden in unser Manaphy wechseln. Und... für einen Tailglow gehen. Er wird seinen Rotom, ja. Jetzt wäre natürlich Energy Ball sehr, sehr nice. Wir werden jetzt jedoch für... werden wir für Surfer gehen? Ja, gehen wir für Surfer. Das macht gar nichts, das ist speziell defensiv. Ja, wir haben dieses Match auch verloren, weil er ein speziell defensives Rotom hat. Aus irgendeinem Grund. Okay, sein Altaria gibt uns einfach nur noch freie Leftovers. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, den Wechsel. Keine Ahnung. Sein Excar wird uns jedenfalls... beziehungsweise sein Rotom, außer wir kriegen jetzt einen Crit. Wenn wir jetzt einen Crit kriegen, dann haben wir, glaube ich, sogar gewonnen. Nein, wir kriegen keinen. Er geht für Voltwechsel. Knockt uns sogar auch noch aus. Und den Erdbeben werden wir nicht überleben. Ja, wir forfeiten einfach mal. Ich schreibe noch GG runter. Und das war's dann auch mit dieser Folge. Ich bin sehr, sehr unzufrieden, wie dieses Team mittlerweile ausspielt. Die Bodenschwäche, die eigentlich Giratina kompensieren sollte mit Gengar, wird durch ein gescraftes Excadrill sehr, sehr einfach ausgespielt. Allerdings, naja, man kann nicht alles haben, man kann nicht alles kontern. Deswegen wird das wahrscheinlich bis zur Folge mit Runic der letzte Part mit diesem Team sein. Und genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim Verlieren zuzusehen. Auch wenn das erste Match nicht unbedingt gut war, das habe ich total verspielt. Aber das letzte war auf jeden Fall gut, der hat sehr, sehr gut gespielt. Ja genau, diesmal sogar eine kürzere Folge mit 20 Minuten. Bis zum nächsten Mal, ciao.